Was ein schönes Wetter, die Sonne scheint. Ich meine, da sind ein paar graue Wolken, aber das ist egal. Guten Morgen. Ziska ist schon wach. Wartet natürlich auf sein Fressen. Ne, Baby? Es ist schon so schön warm. Ich habe schon kurze Hose an. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg, die Pferde rauszulassen, damit sie auch noch das schöne Wetter genießen können. There's a distance between us. It's getting. Na, was siehst du? Hallo, hier ist Pia Thomsen. Ich wollte einmal Startbereitschaft erklären. Dankeschön. Tschüss. Der hatte keine gute Laune. Heute ist der ganze Tag ein bisschen entspannter, denn ich muss erst um 11:30 los, da meine Prüfung um 2 beginnt. Ich fahre halt nur eine Stunde hin. Bin ich 12:30 da und um 1 beginnt die erste Abteilung und dann kann ich noch mit denen abgehen. Denn in der zweiten Abteilung, die fängt mit dem Startbuchstaben A an. Und mit C ist man ja ziemlich schnell vorne. Und ja, aber ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, es ist 9 Uhr. Und ich muss erst um 11 ihn fertig machen, denn ich versuche ihn wieder da zu satteln. Gestern haben wir das auch gemacht. Es hat mittelmäßig gut geklappt. Also eigentlich für seine Verhältnisse war das sehr, sehr gut. Er hat sich nur ein bisschen gedreht, aber da waren wir auch zu dritt und dann geht das auch ein bisschen einfacher. Heute sind wir nur zu zweit. Ich hoffe, dass er sich nicht so anstellt, aber eigentlich sollte das funktionieren. Ich weiß auch nicht. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, die man anwenden kann, wenn das Pferd nicht stehen bleiben will und sich die ganze Zeit wie blöd rumdreht? Er möchte halt alles mitbekommen. Er guckt überall, aber nur für 2 Sekunden und dann dreht er sich wieder und er dreht sich wieder und er achtet auch überhaupt nicht darauf, ob man da steht oder nicht. Das ist ihm in dem Moment völlig egal. Hauptsache, er bekommt alles mit. Das heißt, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja. Ich habe so eingepackt, dass Cisco nicht vorbeilaufen kann. Me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Again.
Bein. Sind wir schon zu Hause angekommen? Ja. Komm. Ich glaube, er hatte richtig Durst. Er ist sofort zum Trinken gegangen. Aber auf dem Turnier wollte er einfach nicht trinken. Selber schuld. Ich habe die Pferde jetzt gefüttert, also Hafer, Müsli und so. Gleich kommen die nochmal auf die Koppel, wenn die aufgefressen haben. In der Zeit räume ich das Auto aus und so weiter. Und ich glaube, dann drehe ich noch das Reitschränke-Video. Ich habe gerade ein Video über meine beiden Reitschränke hier im Hintergrund gedreht. Und das wird dann auch demnächst online kommen. Ich noch mal ein bisschen, und zwar beim Parcours abgehen. Ich bin bei der Abteilung davor, oder wollte ich mit abgehen. Ich hatte mich komplett angezogen, mein Helm, mein Jackett. Nur die Schuhe hatte ich noch nicht an, also meine Chaps und Stiefeletten, weil ich nicht wollte, dass die allzu dreckig werden. Und dann hatte ich meine Nikes an. Ja. Der Richter hat mich rausgeschickt, weil er meinte, ich bin nicht ordnungsgemäß angezogen. Und andere laufen einfach ohne Helm rum. Und da war das völlig egal, aber bei mir war das total wichtig, dass ich meine Schuhe anhab. Ansonsten war ich komplett mit Jackett und Helm und... Aber egal. Dann bin ich halt den Parcours nicht abgegangen, aber dafür habe ich die Abteilung davor komplett, nicht ganz komplett, fast komplett angeguckt und konnte genau sehen, wie ich reiten muss. Und am Ende hat das ja auch ganz gut funktioniert, da man im ganzen Parcours irgendwie zurückreiten musste. Das passt überhaupt nicht, da wurden so viele Fehler gemacht. Ja, also wir sind sehr, sehr gut durchgekommen. Cisco hat sehr gut gehört. Ich war richtig froh und auch beim Abreiten, er war super drauf. Im Parcours hat er alles klasse gemacht. Selbst bei einem Sprung hat er mich ein bisschen gerettet. Ich habe die ganze Zeit zurückgenommen und dachte so, ja, das passt und gleich losschieben. Und dann habe ich das Losschieben verpasst. Und dann wurde es halt ein bisschen eng und dann hat er trotzdem keinen Fehler gemacht und hat das ganz gut mitgenommen. Ja, wir haben dann auch eine 8,3 bekommen und wurden Dritter, was mich richtig glücklich gemacht hat. Weil der Ritt, der war auch für meine Verhältnisse sehr, sehr gut. Ich war super zufrieden. Er hat das so toll gemacht. Nach gestern habe ich halt damit nicht gerechnet und ja, kann so weitergehen. Ich glaube, es steht auch gar nicht mehr viel an. Nachher noch Pferde einsperren wieder von der Wiese und dann ist auch bald Schlafenszeit angesagt. Denn ich bin wirklich kaputt nach so einem Wochenende, gerade mit so viel Fahren und dann so ein warmes Wetter und so viel Aufregung auch für mich. Ich war schon etwas nervös, aber ich konnte das ganz gut. Also Cisco war so entspannt heute, deswegen konnte ich mich auch richtig gut entspannen und ja. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu und ich war noch ein bisschen fleißig. Ich habe hier den Vlog von Hamburg schon bearbeitet und noch weitere Videos und ja, ich habe auch die ganzen Thumbnails dazu gemacht und so weiter. Ja. Für mich geht es jetzt auch mit dem Laptop auf die Couch und da werde ich noch weiter das Video von heute bearbeiten oder die Videos. und dann heißt es auch schon Schlafenszeit. Und morgen kann ich endlich mal ausschlafen. Ich freue mich drauf. Und dann ist auch das Wochenende schon wieder vorbei. Dann geht's wieder zur Arbeit. Aber gut, ich hatte ja jetzt ein längeres Wochenende, also eine ziemlich kurze Woche. Und dafür ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und denkt dran, morgen kommt der Ritt, passend zum Vlog vom M-Stil, online. Ja, wir sehen uns also dann wieder.